So, geht weiter. Heute mit dem großen Preis von großen Preis von Großbritannien natürlich. Videoqualifikationstraining. So, auf geht's in die nächsten 18 hoffentlich spannenden Minuten. Doch, wenn ich mir das dritte freie Training ansehe, ich glaube, wird schwierig werden. Naja, mal gucken. So. Dann fahren wir mal auf die Strecke. Standing by. So, die ersten Autos fahren raus, hinter uns haben wir zum Beispiel einen Ferrari, der schon raus ist. Und da vorne ist auch schon irgendwas unterwegs. Ein Haas, so wie ich das sehe, und da vorne ein Red Bull. Oder? So, ne, ist kein Haas, ist ein Williams. Es ist hellblau und nicht grau. So, ich versuche jetzt den Ferrari mal ziehen zu lassen hinter mir. Charles Leclerc. Weil, wofür dem unnötig jetzt im Weg zu stehen? Da fahren wir lieber nochmal unsere Runden. Ich denke, von den Zeiten her, wenn wir ihn nicht zu packen bekommen. So, die letzte vorletzte Kurve und dann haben wir's. Und dann gehen wir jetzt auf die schnelle Runde. Wir versuchen hier eine gute Zeit hinzukriegen. Ich denke, zwei Runden mal fahren. Das ist definitiv schief gegangen. Das hat Zeit gekostet. Fast hat man 27:0. Und Leclerc 26,6. Und wir werden mal weit und nicht rankommen. Wir stehen momentan sogar auf 28,6.
Also nochmal eine Runde zu setzen. Ohne diesen Quersteher hätten wir es vielleicht ticken weiter nach vorne, wird Verstappen. Ja, es wird schwierig werden, da zu knallen, zu ranzukommen. Vettel dazwischen noch 2. Fahrer vor mir. Verstappen is ahead of you. Gap to car in front is 19.3 seconds. Their best lap time is a 1 minute 27.0. 27.0, 1,6 Sekunden. Der Abstand nach vorne. Schumacher jetzt auf 8. So, der nächste, der jetzt halt noch eingefahren ist in die Lücke, ist Sainz. Mal gucken, ob wir nochmal eine Zeit gesetzt bekommen. Zumindest den Sainz dann noch weggedrückt bekommen. Jawohl. Momentan. Jetzt sind wir 5 da momentan. Sogar 6 da jetzt. Ja, es ist klar. Bei Ferrari, bei Mercedes, bei den Red Bull. Punkt. Best of the rest momentan. Das ist. Ja, schaffe ich mal, schaffe ich nicht. Naja. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. We're 17th in the speed trap, 325.9 kilometers per hour. Wir brauchen jetzt ein paar Minütchen, so 2-3 Minuten. Ja, ich muss echt einen Bombenschritt da vorne machen, wenn wir die auch mal, um mal ranzukommen. Zwei Minütchen noch, vielleicht. Sollen wir mit 5 Minuten rausfahren?
The circuit is clear at the moment. We're good to go. Okay, remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. Everyone ready? Okay, dann fahren wir nochmal raus. Versuchen wir mal, die eine Zeit zu setzen. Vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht kriegen wir es hin. 6 Minütchen haben wir noch. So, es sind 600, die wir noch mal raushauen müssen. Voraussetzung Albon haut keine Bestzeit raus. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ist es sogar möglich, nächste Saison nur einen Motor reinzuhauen. Ich will einen Mercedes-Motor gerne reintun. Ich denke, das höchste Gefühl wird Platz, wird immer noch irgendwie Platz 6 sein. So, Runde läuft. Hot Lap, gib ihm und versuchen wir nochmal eine Beste draus zu setzen. Of fuel remaining. Das haben wir schon mitgenommen. So, Platz 6 ist es schon mal drin. Wir haben es gepackt, den Albon zu backen. Zu bezwingen. So, Verstappen. Ja, wie gesagt, Platz 6 ist das höchste der Gefühle, was wir kriegen können. Thank you.
Ich hoffe, wie gesagt, dass er seine Runde nie nochmal verbessern kann. Fahrer hinter mir. Albon is behind you. Their best lap time is a 1 minute 27.4. Ja, der muss noch minimal schneller sein. Wenn er keinen Verkehr hat, dann wird es das sogar fast schaffen. Also ich denke, das ist mehr als Platz 7 nicht drin damit. Ich bin mit 6er Platz nicht zufrieden. Wenn ich mal die Zwischenzeiten hätte von ihm. So, dann sind wir in der Box. Und jetzt hoffen wir mal, dass es irgendwie noch reicht, uns den 6. Platz zu holen. Gucken wir mal, was die Zwischenzeiten sagen. Hamilton wird es. Es geht eigentlich nur Albon. Der irgendwie versucht, mal eine Zeit zu setzen. 27,5, der erste Sektor von ihm. Da sind wir. 5,99, da sind wir technisch sogar schneller, oder? Ja, 5,38, der hat 5,99. Da sind wir minimal schneller. Okay, das hat uns gar nicht mehr zu Ende gehen lassen. Zipter, na, ich hatte sowas erwartet. Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich mich ein bisschen weiter nach vorne arbeiten kann. Zumindest einen Platz. Platz 6 wäre super gewesen, aber Platz 7 ist es dann am Ende. Gut, das wären dann auch immerhin noch 6 Punkte, wenn wir das nach Hause fahren würden. Aber schauen wir mal. So, jetzt dauert es wieder einen Moment, bis er hier alles durchgeladen hat, ja. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Genau, dann wir die nutzen, sehen wir uns dann morgen an, um 14 Uhr, wenn es dann weitergeht mit dem großen Preis von Großbritannien. Bis dahin, tschüss.